Im Matheser-Kino feierte der dritte Eberhofer-Krimi seine Premiere. Schweinskopf al dente. Nach Winterkartoffelknödel und Dampfnudelblues erobert nun ein weiterer Heimatkrimi von Rita Falk die Kinoleinwand. Haben Sie jetzt Ärger mit der Mafia? Das war der Küstner. Der Küstner? Der Psychopath ist seit der Woche abgängig. Warum soll jetzt der Küstner eher einen Schweinskopf ins Bett legen? Schließlich war ich derjenige, der dir hinter Schloss und Riegel gebracht hat. Wenn ich rauskomme, bringe ich dich um. Wir fahren jetzt zu Ihnen. Was tun wir da? Ich übernachte da. Wer ist das? Das ist mein Vater. Den hätte er mir jetzt ganz anders vorgestellt. Ich mir auch. Aber der Eberhofer Franz muss nicht alleine auf Verbrecherjagd gehen. Zum Glück hilft ihm sein Ex-Kollege und Spätzl Rudi Birkenberger. Rudi, du musst mir helfen, einen Küstner zu finden. Warum ist ausgerechnet ich? Weil der Moracek jetzt bei uns am Hof hockt. Ihr habt den Vollschuss, oder? Jo, Mann. Und weil mir der Moracek dermaßen auf den Sack geht, dass ich ihn demnächst selber umbringen werde. Braucht ihr noch ein drittes Tiramisu? Man sagt immer, mit Kindern und mit Tieren filmen ist das Schlimmste. Wie war's? Das war alles okay. Das Problem war, mit Kindern drehen bei 40 Grad im Schatten. Das war der heißeste Tag. Und die Kleine saß auf mir drauf und es war so heiß. Aber die Kleine ist toll, das ist ganz ein braves Mädchen. Das macht sehr viel Spaß. Und die Hunde, die sind professioneller als wir Schauspieler. Die sind richtig gut trainiert. Nach 5 gemeinsamen Filmen in 10 Jahren sind Betzel und Schwarz auch Privatfreunde geworden. Wir kennen uns ja auch schon ewig. Und sind tatsächlich auch privat befreundet und haben nicht diesen Neidfaktor, der vielleicht manchmal im Film von meiner Seite kommt. Wobei es ist auch nicht, ich bin auch nicht neu, aber ich möchte ja mehr Anschluss an seine Familie finden im Film. Das ist privat jetzt nicht so extrem ausgeprägt. Also ich habe privat auch mehr Familie, als ich als Rudi Birkenberger habe. Als ob der Dorfpolizist nicht schon genug zu tun hätte, macht ihm auch noch Dauer-On-Off-Freundin Susi Stress. Was sagt er? Ich hab nichts gesagt. Ich hab dich vor einem halben Jahr gefragt, ob wir dann endlich einmal zusammenziehen. Und du? Ja, ein bisschen nachdenken müssen. Ja, du kannst ja gerne noch länger drüber nachdenken. Der Luca ist extra wegen mir aus Potenza hoch an Gardasee gezogen und hat eine Pizzeria gepachtet. Eine Pizzeria? Ja, eine Pizzeria. Pizzeria Potenza. Ja, aber bei so einem Lokal, da ist man doch den ganzen Tag auf den Beinen und da kriegt man leicht Krampf, Vater, und du neigst doch eh schon dazu. Oh mein Gott, der Eberhofer, so ein Volldepp. Wie heißt denn die Susi eigentlich mit Nachnamen? Oh Gott, das weiß ich jetzt nicht. Premierenaufregung. Wahrscheinlich gibt's einen Nachnamen, ich weiß ihn gerade nicht. Ich glaube, es gibt gar keinen. Wahrscheinlich, dann müssen wir die Rita fragen. Frage ich sie gleich nachher mal. Witzigerweise haben wir das jetzt beim letzten, bei der Griesnockerl-Affäre haben wir das überlegt, weil da meine Großmutter stirbt und es auf dem Grabstein ja dann interessant wird. Aber da haben wir rumgescherzt. Ich glaube, es gibt ihn wirklich nicht. Bis die Griesnockerl-Affäre ins Kino kommt, dauert es noch ein wenig. Freuen wir uns erstmal ab 11. August auf Schweinskopf al dente. Wir suchen nach Geheimbotschaften. du Franz, ich brauche den Condition. Wir fahren nach Italien. Wer mir? Ja, mir! Louis. Grüßt du, ey Franz? Wenn ich mit dem Typen fertig bin, passt der in keinen Schuh mehr rein. Aufgrund des Dialekts wird der Film leider nur in Kinos in Süddeutschland gezeigt. Wenn die im Fernsehen laufen, die fanden das alles ganz lustig und haben gesagt, die verstehen das durchaus. Das mögen wir alle recht gern. Die sagen, oh, bist du auch aus Bayern oder bist du ein Bazi und so, und dann ist das Gespräch schon eröffnet. Die Oma wird nicht geschubst. Hast du das kapiert, du Zipfelklatscher? Das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe die Bücher schon gelesen und es ist eigentlich genau so umgesetzt worden, wie man es liest. Also sensationell. Das war so ein lustiger Film. Mein Mann und ich, wir waren beide so begeistert, weil es einfach so stimmig ist und ein richtiges Vergnügen. Mir hat es sensationell gut gefallen, weil ich auch die Bücher alle schon gelesen habe und ich bin immer wieder begeistert, dass, also manchmal ist ja so, dass das Buch und der Film komplett konträr sind und dass man gar nicht irgendwie Zusammenhänge erkennt, aber hier ist es wirklich von der Oma im Baumarkt bis hin zum Flötzinger, es sind einfach alle so authentisch und quasi als hätte man das Buch nochmal vor Augen und ich freue mich schon auf den nächsten Film nächstes Jahr. Das ist eine sehr charmante Schrägheit besitzt, die man einfach nur lieben muss. Und die einen selten wirklich laut lachen, aber sehr, sehr oft ganz lang andauernd schmunzeln lässt. Und das finde ich sehr schön. Also ich würde jedem empfehlen, auch meiner Verwandtschaft und so, dass sie wirklich da reingehen, wenn sie einen schönen Abend haben wollen.
Wie viel halbe Bier haben wir denn schon getrunken? 7 halbe, 5 Jackie und ein Radler.